Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Mein Name ist Uwe100, das hier ist Folge 206 und wir stehen mit unserem Mercedes-Benz Actros MP4 an einer Werkstatt in der Ukraine, haben das letzte Mal eine Lieferung fertig gefahren oder ja, eine Lieferung abgeladen oder eine Tour beendet. Warum sage ich es eigentlich nicht so? Ich mache es immer so umständlich. Ja, Leute, und ich bin ganz ehrlich schon... Oh, meine Nase kitzelt. Geh weg. Ich habe das Gefühl, ich bin leicht verschnupft und ich muss irgendwie niesen, aber dieser... Er will einfach nicht. Oh mein Gott, ich habe Pipi in den Augen. So arg kitzelt mich das gerade. Yo, geil, da hat's mir das Urin direkt in den Augapfel getrieben. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich bin ganz... Alter, meine Nase kitzelt immer noch. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt einen neuen LKW kaufen soll. Wobei, wir haben jetzt diesen LKW ja gerade mal 5 Folgen jetzt. Wir sind auch gerade mal 1178 Kilometer mit dem... Ey, wir haben schon eine Gesamtstrecke von 40.300 Kilometer hinter uns. Wir sind einmal um die Welt gefahren, Leute. Wahnsinn. Nein, Spaß beiseite. So, nee, ich werde noch keinen neuen LKW kaufen. Vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken, wir machen jetzt noch mindestens eine Tour mit dem MP4. Und dann wollen wir einfach mal schauen, weil Kohle haben wir eigentlich genug. Wir könnten ja auch mal die restlichen Schulden zurückbezahlen. Wie wär's eigentlich damit? Ich mache jetzt nochmal den 50.000er, den 100.000er lasse ich nochmal da. Weil ich jetzt auch nicht ganz so viel Geld, wobei 100.000 bis eine Tour, da könnten wir nochmal 100.000 verdienen locker. Egal, ich lasse es jetzt mal so, die anderen 100.000 lasse ich mal jetzt mal eben da. Wir machen jetzt definitiv noch eine Tour, mindestens mit diesem MP4. Und dann wollen wir mal schauen, wie sieht es eigentlich mit unserer Gesamtstatistik hier aus? Jetzt mal ohne Spaß. Wir haben 8 LKWs mittlerweile, 2 Garagen. Wir verdienen in einer Woche eine 250.000 Euro. Wahnsinn. Wow. Eine 250.000 Euro in der Woche. Das ist heftig. Karriereentwicklung, hier können wir auch nochmal sehen. Insgesamte gefahrene Strecke 40.300 Kilometer, gefahrene Strecke im Dienst, dann 38.020 Kilometer. Die Differenz dazwischen, eben die Strecke während freier Fahrt, 2.280 Kilometer. Erkundete Straßen 13,73%. Abgeschlossene Aufträge 75. Lieferungen abgebrochen, keine einzige bisher. Oh, da bin ich mega stolz drauf. Gesamte Spielzeit sind 65 Tage und 12 Stunden. Das ist die Spielzeit, also die Spielzeit im Spiel. Und die echte Spielzeit sind 60 Stunden und 55 Minuten. Ja, Leute, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon ziemlich lange dabei. Wir sind bei über 2 Monaten im Spiel jetzt LKW-Fahrer. Leute mal, ihr müsst euch das mal vorstellen, ja? Wir haben gerade mal in 2 Monaten haben wir es geschafft, 8 LKWs zu kaufen und uns komplett selbstständig zu machen und in einer Woche 250.000 Euro zu verdienen. Das ist schon brutal, oder? Das ist schon brutal. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue Tour raussuchen. Wir sind auch frisch ausgeschlafen. Das heißt, wir können vielleicht mal wieder ein bisschen weiter wegfahren. So, Rotterdam ist schon ein bisschen zu weit weg mit knapp 1700 Kilometer. So, Höfen. Boah! Der Seeweg allein schon. Oh, das wäre aber was sehr, sehr Interessantes. 98.000 Euro. Wahnsinn! Aber das ist Just-in-Time und ich mag Just-in-Time-Lieferungen. Einfach überhaupt nicht. Absolut gar nicht. Das ist auch... Manchester habe ich eh keinen Bock. Leash... Ja, auch irgendwie kacke. 20 Tonnen Honig nach Frankreich. Ja, 2000 Kilometer. Wahnsinn. Gibt es hier auch nochmal irgendwie kleinere Touren? Finnland hoch. Nach Kemi. DSV Norway. Wäre an sich vielleicht gar nicht mal so schlechte Strecke. Durch Polen durch Litauen durch Lettland durch Estland durch Finnland. Ich denke, hier würde es ziemlich viel zu sehen sein. Cat Gabelstapler, ja, Frankreich, Calais, Sanswald,
Spanien wollte ich schon sagen, in Schweden. Nee, dann finde ich die doch etwas interessanter mit 67.000 Euro. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, oh, Uwe, warum nimmst du nicht die größere Tour mit mehr Kohle an und bla 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 und hin und her. Leute, wir verdienen an sich relativ genug, wir verdienen genug Geld. Ich kann mir mittlerweile alle drei Parts mindestens einen LKW kaufen. Und ich will auch mehr das fahren, worauf ich halt eben jetzt Lust habe und nicht das, was mir am meisten bringt, weil, ja, dann macht das halt eben keinen Spaß mehr so richtig. So, mal eben die Pedalerie kalibrieren. So, dann legen wir mal den zweiten Gang ein, machen natürlich das Licht an, denn es ist dunkel, meine lieben Freunde. Und dann wollen wir mal gucken, Uzhorod, dass wir hier erstmal unseren Auflieger abholen, diesen DSV Kühlerauflieger. Keine Ahnung, was jetzt geladen war, da stand auch nur, für welche Firma das eben ist. Mal gucken, ist die nächste gleich wieder rechts. So, ja Leute, es ist mal wieder ein verdammt warmer Tag. Ja, ich wollte das FI-Wort sagen. Es ist mal wieder ein verdammt warmer Tag und ich habe das Fenster offen, Türe offen, Ventilator an. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche nervenden Nebengeräusche hören solltet, jetzt außer dieses Rumgesäge aus dem Spiel, dann tut mir das wirklich leid, aber ich kann es nicht ändern. Es ist einfach zu warm für dieses Zimmer. Wenn ich alles zumachen würde, ich würde hier drin eingehen binnen Minuten. Ohne Witz. So, ich hoffe, der Auflieger ist nicht allzu weit weg. Ich denke mal, Zeit genug haben wir, um den abzuholen. Der ist ja auch gar nicht so weit weg. Das ist ja noch alles dieselbe Stadt. So. So, im 10. Gang durch die City. Ist auf jeden Fall sehr angenehm. Schön leise. Ist das von außen genauso? Hört sich fast an wie so ein Elektromotor, ohne Witz. Ja, die Euro 6-Dinger sind halt nicht mehr ganz so cool. Übrigens, wenn man ein LKW solo fährt, sprich ohne Auflieger, ohne nichts, dann normalerweise schafft man es dann auch sogar noch im 6. Gang locker anzufahren. Ich bin ja jetzt auch gerade im 4. Gang angefahren. Das ist alles überhaupt kein Problem für das LKW. So, hier müssen wir abholen. Gleich rechts bei Sano. Das war mal wieder zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich daran liegt, ob ich zu schnell schalte, sondern es eher bei welcher Drehzahl ich schalte. Wie jetzt zum Beispiel. Die Drehzahl war relativ hoch und ich habe trotzdem runtergeschalten. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat das deswegen so gerattert. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so ein Mix aus beidem. Man kann ja nie wissen. Sagt's doch einfach. Ich bin schlechter Fahrer. Manu. So. Ich kann mich immer noch umentscheiden. Es sind sogar weniger Kilometer und ich würde damit 2000 Euro mehr verdienen. Ist aber wie gesagt eine doofe Kacke, Kackding, Standardlieferung. Ich will die Standardlieferung. Ich habe keinen Bock, mich da unter in Stress zu setzen und mich zu hetzen und so weiter und so fort. Mag ich nicht. Mag ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Mache ich nicht. So, dann holen wir mal diesen DSV-Auflieger auf. Mir gefällt der DSV-Auflieger auf jeden Fall. Hat einen geilen Skin. Ich denke, das ist auch die finnländische Flagge, wenn ich mich nicht irre. Die schwedische ist ja blau-gelb. Wie war denn nochmal die nicht niederländische, die norwegische? Norwegische. Boah, ich habe die Flaggen absolut gar nicht im Kopf, gell? So, Tee zum Ankoppeln. Dann fahre ich ein Stück vor und dann gucken wir uns den Auflieger genauer an, weil der sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, hat eine Menge LEDs, wie ich gerade gesehen habe. Und sowas gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar.
wirklich richtig gut. So. Nochmal mal den Flycam. So, meine lieben Freunde. Ist doch ein schöner Auflieger, oder? God left me and devil is afraid. Ha, natürlich. Guckt euch mal die Lichter an, Alter. Wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Macht auf jeden Fall schon viel mehr Spaß, so schöne Auflieger zu fahren. Da wird man halt auf der Straße auch ein klein wenig mehr beachtet, sag ich mal. Ja? Ein klein wenig mehr bewundert, vielleicht sogar, keine Ahnung. Von Kindern oder Jugendlichen, deren Traum auch das LKW-Fahren ist. Wobei ich mir schon fast sicher bin, dass es heutzutage nicht mehr so viele gibt, die gerne LKW fahren würden, wie ja vor 20 Jahren zum Beispiel. Hey, Fliege, verpiss dich. Verdammt nochmal, die ist immer noch hier. Ich habe zwar das Fenster offen, habe aber die Rollos unten. Deshalb glaube ich kaum, dass das eine neue Fliege ist. Dann ist das immer noch die von gestern Abend, die ich hier hatte und die mich schon genervt hat. So, dann wollen wir mal unsere Reise anbrechen. Über 2000 Kilometer. Ich glaube, das ist bisher unsere längste Tour, die wir jemals machen, Leute. Aber ist doch auch ganz cool an sich. Muss ich jetzt hier in der Mittelspur bleiben? Oder muss ich hoch? Mal eben kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass ich jetzt gleich schon falsch fahre. Direkt am Anfang der Tour. Nee, ich muss tatsächlich rechts. Okay, das... Ach, das ist ein Kreisel! Ja, ich habe gedacht, das wäre ein Autobahnkreuz, das ich nicht kenne. Wie so eine neue Art von Autobahnkreuz oder sowas. Ja, dann ist ja easy peasy. Ach, der fährt nicht raus? Okay, ich fahr trotzdem. Ich glaube, der hat sich jetzt von mir auch nicht wirklich stören lassen. So, hier wollen wir raus. Dann wollen wir das auch mal tun. Bisschen aufs Gas drücken hier. Ja, ich nehme heute übrigens zu einer sehr ungewohnten Zeit auf. Es ist mal nicht nachts, es ist mal nicht früh morgens, es ist fast Mittag. Und so richtig fast Mittag habe ich eigentlich noch nie wirklich aufgenommen, glaube ich. Oder vielleicht hat man zwischendurch so ein paar Mal, aber wirklich selten eher. Wie kommt es heute dazu? Ja, ganz einfach, ich bin, eigentlich war das gar nicht geplant, aber ich bin jetzt gerade allein daheim. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach die Zeit und nutze die Chance und nehme auf, solange ich niemanden damit, ja, störe in Gänsefüßchen. Und ja, warum auch nicht? Ich habe zwar erst heute einen Part ETS 2 hochgeladen, aber dann kann ich ja trotzdem schon mal ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Warum soll ich runter, wenn ich hier gerade ausfahren kann? Au. Das Ding habe ich nicht gesehen, ey. Ach, das war eh nur Grenzübergang, der sich getrennt hat. So einen hatten wir auch in Italien. Oder was heißt in Italien? Das war die Grenze von Italien zu Österreich. Da war das genauso, hat sich auch gespalten. Dann konntest du ja aussuchen, welche Richtung du fährst. Und natürlich, ne? So, wenn du rechts fährst, vielleicht wirst du rausgezogen oder so. Aber dem war gar nicht so. Wir wurden auch rechts rumgeleitet und ich so, ja, guck mal, vielleicht werden wir jetzt kontrolliert, aber wir konnten einfach durchfahren. Ja, da machen sie einen zuerst mal Angst, weißt du, scheiß dir schon in die Hosen, obwohl wir eigentlich nichts hatten, weißt du, was irgendwie unerlaubt war oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, ja, man weiß ja nie, was da rauskommt und so weiter und so fort. Vielleicht hat auch irgendwie der Vorbesitzer vom Auto irgendwelche Drogen in den Kotflügel versteckt, keine Ahnung. Soll ja vorgekommen sein, sowas. Verdammt nochmal, die Fliege kitzelt mich, verpiss dich. Kitzel gleich zurück.
mein Freund. So, wir haben Fernlicht. Das ist hier vielleicht gar nicht mal so doof, hier das zu benutzen, weil es doch relativ dunkel ist. Wobei ich die Vögel zwitschern höre. Ich weiß nicht, ob das vorher schon immer so war, aber das ist mir jetzt seit dem letzten oder dem vorletzten Part massiv aufgefallen, dass die ganze Zeit irgendwelche Vögel im Hintergrund zwitschern. Ja, und bei uns hier in Real Life draußen, der Nachbarn hat ein paar Hühner und ein paar Gänse. Ja, der Hahn ist auch die ganze... Ich weiß nicht, ob man den hört. Ich glaube aber ja nicht. Ich hoffe nicht. Weil er ist hier die ganze Zeit am Krähen, der Hahn, ey. Ja, ist ja jetzt gut. Meine Fresse. Wir sind ja alle wach. Und deine Chicks wahrscheinlich auch. Der macht einfach weiter. Ich glaube, ich spinne, ey. So, egal. Wir konzentrieren uns hier aufs Spiel, auf das Fahren. Ja, meine lieben Freunde, wir sind in der 206. Folge. Wir sind über 40.000 Kilometer in-game schon gefahren. Über 60 Spielstunden jetzt mittlerweile. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz drauf. Wirklich. Ich habe ja ETS 2 vor 3 Jahren schon mal Let's Play gehabt, was nicht ganz so gut verlaufen ist wie dieses Let's Play jetzt zum Beispiel. Denn ab Part 76 gab es leider keine Folgen mehr, da mir das Save Game nämlich komplett abgeschmiert ist. Hier hatte ich ja schon mal ein ähnliches Problem gehabt, wo mir das Save Game fast zerstört worden ist. Wegen Mods und Update von Steam. Das ist immer so eine heikle Sache, deswegen update ich halt eben nicht gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt eben für eine Spielversion einen Haufen Mods und ich möchte gerne diese Mods einfach beibehalten und einfach mal mit denen spielen, bevor ich wieder neue Mods suchen muss, weil ich das Spiel update und so weiter und so fort. Ne? Also ich rede jetzt nicht von der Map-Mod, weil ich weiß, die wird auf jeden Fall immer schön geupdatet, auch für die neuen Updates, die rauskommen für ETS 2 und so weiter und so fort. Aber mir geht es um, ja, auch die kleineren Mods, wo ich weiß, die werden wahrscheinlich nicht geupdatet. So wie zum Beispiel LKWs, einzelne oder irgendwelche Tuning-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Deswegen behalte ich da eigentlich immer ganz gerne eine Spielversion bei. Deshalb nicht wundern, weshalb ich immer noch auf 1, ich glaube 23 rumgurke. Ja, ich glaube, ich habe immer noch 1,23. Was jetzt in meinen Augen nicht wirklich schlimm ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, hier ist 50 nur erlaubt. Wahrscheinlich wegen diesen Kreuzungen hier in der Stadt. Ich denke mal hier, ja, da wird eine Stadt sein. Hier steht sogar ein Blitzer. Ja, meine Tonspur. Diese Tonspur nervt mich manchmal. Also seitdem ich Windows 10 habe, ist mein Mikrofon auch so ein bisschen am... Ja, keine Ahnung, mit der Verstärkung, das funktioniert irgendwie nicht mehr ganz so gut wie mit Windows 7. Muss mal gucken, ob ich vielleicht doch einen Treiber installieren muss. Mir ist es aber allerdings nicht bekannt, dass ich für das Mikrofon einen Treiber installieren muss extra. Das hatte ich noch nie. Und ich glaube auch nicht, dass ich für Windows 10 extra einen Treiber suchen muss. Oh, jetzt fangen die Gänse auch noch an. Die Gänse sind übrigens sehr viel lauter als der Hahn. Oder vielleicht hat er auch 2 Hähne. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sich die Hähne ja sonst immer, ne, gegenseitig in die Köpfen oder sowas. Keine Ahnung. Wir machen einen auf Karate-Kit. So, wir sind wieder auf der Autobahn. Das heißt, wir können hier wieder Full Gas geben. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit mache, seitdem das Autobahnschild kam. Aber es ging halt berghoch und mit 24 Tonnen ist halt, ne. So, das hier ist übrigens geil gemacht. Mit diesen LED-Schildern hier. Da wird eine Kurve vor einer Kurve gewarnt. Pass auf hier, ey. Das könnte scharf Kurve sein, weißt du? Musst du vielleicht aufpassen. Bereite dich auf Bremsen und Gegenlenken vor. Und so weiter und so fort. (lacht) 24 Tonnen ist übrigens auch die Maximallast, die du mit so einem Sattelzug ziehen darfst. Sprich, 2 Achsen Zugmaschine, 3 Achsen Sattelauflieger. Wobei du... Oh, meine Fresse, dann bieg doch schneller ab, ey. Was ist mit dir los? Deswegen hasse ich solche Raststätten, weil die keine Abbiegespur haben. Oder halt Ausfahrtsspur, oder wie man das nennt. So,
wo du abbremsen drauf kannst. Normalerweise gibt es ja, die extra Spuren sind extra dafür gemacht, dass du drauf fährst und dann abbremst und nicht schon vorher abbremst und dann erst drauf fährst. War schon ein bisschen doof, aber naja, gut, was soll's machen, ne? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin mit dem Thema. Hätte jetzt zum Beispiel die Zugmaschine 3 Achsen und mit der Sattelauflieger 3 Achsen dürftest du, glaube ich, 26 Tonnen laden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es waren, glaube ich, 26 dann. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ich wusste das auf jeden Fall mal und ich glaube, das war tatsächlich so. Natürlich immer schön in den Spiegel gucken. Nicht so viel ablenken lassen mit dem Blinken, meine Freunde, wenn ihr in Kurven seid oder sonst irgendwas. Was ist, so hat mich auch einmal mein Fahrlehrer damals gefragt, was ist denn wichtiger in einem Kreisel zum Beispiel? Weil ich auch immer frühzeitig versucht habe, also so früh wie möglich den Blinker auszumachen, hat er mir einmal gesagt, Uwe, ist es nicht eigentlich wichtiger, sich zuerst aufs Lenken zu konzentrieren und dann aufs Ausfahren und dann erst Blinker? Und seitdem ist mir der Blinker, wenn der einmal an ist, eigentlich ziemlich scheiß... Eigentlich scheißegal. Da wartest du auf diese Behinderten schon, weißt du? Also, scusi. Dieser Kraftausdruck ist vielleicht ein... Nein, da wartest du schon auf diese scheiß Behinderten, weißt du? Und dann wartest du, bleibst extra stehen, bist am Blinken, bist am Warten und so weiter und so fort. Und dann bleiben sie da stehen, weil sie denken, oh, ich will mal nett sein. Lass ich doch mal den LKW-Fahrer vor. Ja. Warum auch nicht? Macht doch so viel Spaß. Ja. Diese doofe KI manchmal, Alter. Ja. ETS halt, ne? Aber trotzdem, man liebt es irgendwie. Man mag es. Also wirklich, ETS 2 ist für mich eines der Spiele, bei der ich immer wieder zurückkomme, um es mal zu spielen, sonst würde ich das Let's Play auch nicht so lange machen. Wobei ein Großteil der Grund dafür seid ja ihr, weil ihr mir dieses super Feedback immer gibt und ja, eure Kommentare, eure Likes und so weiter. Ich habe auf einem Video irgendwie 19 Likes oder sowas und das hat mich sowas von umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist absolute Wahnsinn. Und ich finde es einfach nur krass von euch, ja. Und das ist auch der Grund, weshalb ich immer weitermache und auch weitermachen kann, denke ich mal. Solange sowas kommt von euch, werde ich definitiv nicht die Lust dran verlieren am ETS 2 Let's Playen oder generell am Let's Playen. Warum mache ich eigentlich nicht das Fernlicht an? Ja, komm, dann schalten wir halt mal runter, mein Gott. Oh, da steht übrigens ein Flugzeug. Wahrscheinlich so ein historisches Mal. Steht nämlich auf so einem Stein. Auf so ein Felsblock, weißt du? Ach, Uwe, hör auf mit dieser blöden Sprache. Das hier ist kein Ghetto-Slang. Ja. Was ich ja ein bisschen doof finde, ist, dass man zum Beispiel... Also hier geht es definitiv bergauf jetzt gerade, weil ich bin Vollgas, ja, und wir werden immer langsamer. Aber manchmal merkt man solche Anstiege überhaupt gar nicht und denkt man sich, was ist hier los mit dem LKW? Er kommt hier gar nicht aus dem Pushen. Retarder ist aus, komplett. Okay, im Dashboard würde ich auch sehen, wenn er noch an wäre. Und hören wird man es eigentlich auch. So, ich bin gerade ein bisschen zu geizig, um runterzuschalten. Weil hier geht es auch leicht bergab, da brauche ich auch nicht mehr runterschallen, dann kann ich auch 12. bleiben eigentlich. Oh, die Zeit. Oh, ich hätte vielleicht früher drauf gucken sollen. Wir sind nämlich schon bei 24 Minuten, fast 25 sogar. Ich fahre jetzt nur hier über die Grenze. Wir fahren jetzt nämlich in Polen rein. Und dann werde ich einen Cut machen. Und zwar genau jetzt.
Ich werde noch mal kurz speichern. So, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns. Bis gleich. Haut rein. Tschüss. Oder soll ich sagen, bis dann? Eigentlich bis gleich ist immer scheiße. Ich sag halt immer bis gleich, weil ich weiß, ich nehme gleich noch ein Part auf. Wisst ihr? Aber eigentlich sollte ich sagen, bis bald, weil wenn ich diesen Part hochlade und ihr euch das da anguckt, dann denkt ihr vielleicht, dass der Part schon hochgeladen ist oder so, keine Ahnung. Wobei, ihr seid ja nicht doof. Ich bin doof, weil ich sowas behaupte. Wie doof, Mann. Also Leute, wir hören uns. Haut rein, bis dahin. Ciao.